lives look on the bright side of life. Nein, Lena ist nicht untergegangen, nicht abgestürzt. Sie schaut jetzt mehr denn je auf die fröhliche Seite des Lebens. Mit ihrem Auftritt beim Eurovision Song Contest, so sagt sie, sei sie super zufrieden und überhaupt gehe es ihr fantastisch. Und das, obwohl das gläserne Mikrofon jetzt ihnen gehört, Elle und Niki aus Aserbaidschan. Ach, übrigens, denen geht es auch fantastisch. Wir sind einfach, wir sind sehr froh und Dankeschön. Im vergangenen Jahr noch diese Bilder. Lena in Ekstase bei der Shampoos-Dusche. Deutschland verzückt von der neuen Grand Prix-Heldin. Und jetzt? Platz 10, eine durchaus gute Platzierung, auch wenn sich unser Fräulein Wunder vor dem Grand Prix sicher eine bessere Position im europäischen Goldkehlchen-Vergleich gewünscht hätte. Natürlich sage ich klar, erster Platz wäre der Optimalfall. Aber es ist ja keine Regel. Also ich, damit, dass ich jetzt nochmal angetreten bin, heißt es ja nicht, dass wenn ich nicht gewinne, dass dann mein Leben vorbei ist. Ganz im Gegenteil, denn für Lena beginnt jetzt ein neues Leben. Erstmal feiert sie Geburtstag, sie wünscht sich einen Hund. Dann will sie Urlaub machen. Naja, ganz normal halt, wie 19-jährige Mädchen ebenso sind. Zum Abschied ein Lächeln für die Fans. Kapitel 2 der Erfolgsgeschichte Lena ist abgeschlossen. Die Hauptdarstellerin gibt das letzte Interview, ist müde, aber glücklich. Wir waren so ein cooles Team und es hat so viel Spaß gemacht und ich bin jetzt richtig befreit. Und die 19-Jährige hat intensive Monate hinter sich. Nach dem Triumph im letzten Jahr eine Deutschlandtour. Lena ist im Radio, Fernsehen. Überall fliegen ihr die Herzen der Fans zu. Doch was kommt jetzt? Großer Star von mir aus. Ist mir egal. Irgendwas studieren oder so, was Anständiges. Ideen gibt es genug. Fernsehen oder ein Theologiestudium zum Beispiel. In den USA untertauchen. Oder doch lieber zu Hause abhängen mit ihrem neuen Hündchen Fuzzi? Nee, erstmal ein bisschen Urlaub und dann weiterschauen, was so läuft. Nochmal für Deutschland singen will Lena allerdings nicht. Deshalb braucht ihr Mentor neuen Stoff für die nächste Erfolgsgeschichte. Vielleicht sucht Stefan Rapier nach dem Erfolg für Aserbaidschan schon bald unseren Star für Baku.